Google, Facebook und Co. sind die wahren Gewinner der digitalen Umwälzung unseres Lebens. Ungefragt sammeln und verkaufen sie unsere persönlichen Daten, machen Milliardengewinne. Es ist verantwortungslos, wie die großen Tech-Konzerne und Internetplattformen die User, Content-Lieferanten und ArbeiterInnen ausbeuten. Eine wirksame Kontrolle der Big-Tech-Konzerne und ihres Handelns ist aufgrund ihrer Größe kaum mehr möglich. Längst haben sie Monopolstrukturen gebildet und beherrschen den digitalen Markt nach ihren eigenen Regeln. In der EU hat man das Problem erkannt und zwei Gesetze für die Neuregulierung digitaler Dienste auf den Weg gebracht. Den Digital Services und den Digital Markets Act. Diese sollen die Macht von Google, Facebook und Co. bändigen, indem sie die Spielregeln der Digitalwirtschaft neu bestimmen, unfaire Praktiken verbieten sowie den europäischen Wettbewerb fördern. Da die geplanten Änderungen die Dominanz der Tech-Konzerne bedroht, haben diese Scharen von Anwälten und LobbyistInnen von der Leine gelassen. Keine Branche gibt mehr Geld für Lobbying aus als die Big-Tech-Monopole. Die Linke im Europäischen Parlament hält die Gesetzesvorschläge der EU-Kommission jedoch für nicht ausreichend, um die wirtschaftliche und politische Macht der Konzerne aufzubrechen. Und was ist, wenn der Regulierungsversuch ins Leere läuft, scheitert, weil einzelne Tech-Konzerne bereits zu mächtig geworden sind? Um diesen drohenden Point of No Return abzuwenden, bedarf es zusätzlicher, stärkerer Werkzeuge. Zerschlagung von Tech-Monopolen und strenge Fusionskontrollen, um zu vermeiden, dass einzelne Konzerne den gesamten Markt dominieren und mächtiger als Nationalstaaten werden. Messenger müssen wie E-Mail-Programme miteinander kommunizieren können. Verbot von personalisierter Werbung. Strengere Haftungsregeln für Plattformen, wenn diese beim Datenschutz oder bei der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden schludern. Einführung einer Digitalsteuer und Steueroasen austrocknen. Bessere Arbeitsbedingungen für alle PlattformarbeiterInnen. Die Linke im Europäischen Parlament fordert die wirksame Regulierung der Digitalwirtschaft. Schluss mit dem digitalen Monopolkapitalismus. Für mehr digitale Demokratie, Datenschutz und ein offenes, freies Internet.